Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stalker Gamma. Ja, Freunde, es hat sich einiges getan in der letzten Zeit, zumindest bei mir. Ich war immer noch auf der Suche nach den Expert-Tools, denn, Freunde, ja. Den Exo-Suit würde ich ganz gerne verbessern. Jetzt habe ich schon einen zweiten gefunden, den Helm. Genau, ich habe einen Exo-Helm gefunden. Dann habe ich noch die Raptor Shotgun, keine Ahnung, werde ich wahrscheinlich nie benutzen. Eine Remington, die habe ich direkt, nachdem ich das gesagt hatte, offline gefunden. So krass. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel farmen müssen. Ich habe die ein oder andere Rüstung auch aufgewertet. Dann hatte ich sie auf 100%. Dann habe ich sie wieder weggeschmissen. Es war immer ein Hin und Her. So, jetzt habe ich den SSP 99M Bodysuit, ja, der Sapphire wäre natürlich besser gewesen, aber habe ich natürlich nicht gefunden. Wir haben eine VSS Ventores Merc gefunden, ja, die werde ich zum Schluss auch benutzen, genauso wie die R700. Allerdings sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir auch zeittechnisch, denke ich mal, gut gerüstet sind, in den Bereich von der Miracle Machine, ja, die zu deaktivieren. Ich guck mal kurz, haben wir alles? Ich würde ganz gerne vielleicht die Baked Beans essen, ja. Sehr lecker auf jeden Fall. Genau. Und ich habe die AK-5C gefunden. Und, wie immer, ja, die USP haben wir mit am Start. Und ich habe so einen, ja, Hackbeil. Keine Ahnung, ich dachte da, also da stand auf jeden Fall Breaching Tool, also dass man da irgendwie durchbrechen kann. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vielleicht wisst ihr es, schreibt es mal in die Kommentare. Genau. So, mal gucken. Haben wir wirklich alles? Wir haben zwar keine Granaten, aber ich hoffe mal, dass wir keine brauchen werden. Genug Wasser haben wir. Wird schon schief gehen. Let's go. Zum Glück wissen wir ja, wo wir lang... Oh, sehr nice. Psystorm kommt genau jetzt. Sollte uns aber nicht aufhalten, denn wir müssen ja jetzt sowieso runter. Let's go. So. Lab X16. Sehr gut. So, es wird auf jeden Fall hier eine Hürde sein, jetzt hier nicht runter. Also doch, ich würde schon sagen, runterzukommen. Hier hinter war ja nichts, ne? Nee. Denn, Holy fuck. Das sieht schon krass aus. Ich gehe mal hochspeichern. Und ich werde auf jeden Fall sehr oft sterben hier. Sehr gut. Jetzt werde ich wieder speichern, damit wir den Dude, nicht mehr haben, weil der ist, das wusste ich zum Beispiel am Anfang gar nicht. Hä? Dann nicht die da. Die da unten sind schon aktiv. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so geil. Sollten wir vielleicht nochmal raus und reingehen? Wobei der Psystorm, das ist glaube ich nicht so geil. Hm. Weiß nicht. Warten wir kurz ab.
Okay, das... Ich probier's, komm. Let's go. Ja, ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber ich glaube, dadurch, dass wir... Ja, ja. Ich sehe halt kaum was. So, der ist dead. Ich glaube, um Psy brauchen, sollten wir uns vielleicht keine Sorgen machen. Aber wir sollten uns definitiv nicht zu früh freuen. Das Ding ist halt, ich will jetzt nicht gleich direkt alle... verbrutzeln. Schnauze. Okay. Der ist dead. Wie gesagt, wir müssen definitiv langsam hier sein, denn das ist eine richtig eklige Stelle, weil man halt auch runterfällt, ne? Da wir... Wir kommen auch nicht hoch, ne? Glaube ich zumindest. Doch, ich glaube... Hier sollten wir nochmal hoch... kommen. Solange wir, glaube ich, nicht runterfallen. Das ist halt viel. Auch nicht der optimale Winkel hier. Boah, ich bleib aber auch an dieser scheiß Ecke hier hängen. Ah, da ist die Leiter, okay. Drop that motherfucker! Endlich. So. Wir werden jetzt hochgehen. Wenn es geht. Ohne runterfallen. Und natürlich speichern. So wären wir nämlich eine Etage tiefer gegangen. Kann ich euch sagen, wären wir, glaube ich, nicht mehr hochgekommen. So. Jetzt kommt das ganz Spannende. Denn wir müssen quasi ganz runter. Und ganz unten sind, glaube ich, nochmal Snorks. Ah, okay, Stamina. Und bin der Meinung. Okay. Okay, erstmal was trinken. Snorks und ein Blattzacker. Hoch. Nee, nee, nee. Okay. Ja, perfekt. So. Jetzt ist die Frage. Machen. Wo ist der andere Snork?
das ist schon mal sehr gut. Und jetzt könnte es sein, dass der... Blattsacker getriggert wurde. Oder auch nicht. Da ist der nächste Snork. Sehr gut. Wir gehen auf Nummer sicher. Junge, 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 hab ich Bock hier da? Aber ich glaube, der ist dort drinne. Also das ist wirklich der eklige Part. Sehr gut. Wo ich auch ein bisschen konzentrierter bin, bin ich ehrlich. So. Da gehen die ein oder anderen Kugeln dann auch mal ein bisschen unkontrollierter drauf. Weil ich schieße sonst gerne wirklich mehr kontrollierter. Hast du eigentlich was? Nö. Hier weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob hier so ein Booger drin ist. Nee, hier waren nur die komischen Geräusche. Okay. Ja, das Ding ist halt... Ich würde ganz gerne hier speichern, aber es geht nicht. Es geht nicht. Ja, und wie man sieht... ja, hier kommt einiges entgegen. Ich glaube, da vorne... Geräuschkulisse ist auch sehr gut. Ja, ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass da vorne ein ein Feuer ist, das ich auch definitiv benutzen werde. Ich will natürlich meine Hauptmunition. Meine Hauptmunition von der AK-5C, glaube ich. Auch spannend. Denn wir haben ja auch noch einen guten Rückweg, ne? Ich weiß auf jeden Fall, dass dort hinten noch Blattsacker sind. Wir wollen ja etwas mitnehmen.
Achso, ja, gut, Ignite. Stimmt ja. Mal erstmal ausmachen. Normales Licht. Auch wenn. Ja, das leicht gestört ist. Ich glaube, durch den Miracle Machine oder Brain Scorcher? Ich weiß es gar nicht. Eins von beiden wird es auf jeden Fall sein. Die müssen wir repairen. Wo haben wir? Da. Repairen wir direkt. Zack. Am besten ist, wenn man sich hier direkt eine Nade nimmt. Für den Gang. Wir haben natürlich keine. Auch sehr toll. Haben wir irgendwas anderes dafür? Nein. Okay, nicht. Beziehungsweise nicht wirklich schlimm. Wir müssen. Okay. Alter, leck mich am Arsch. Aha. Ich kenn's hier nur so, dass hier immer zwei Blattsacker sind. Normalerweise. Und die waren anscheinend verbuggt. Okay, sehr gut. Also. Mehr oder weniger. Die waren verbuggt. Aber hey. Ist okay. Für uns. Ich sag's, wie es ist. Die Snorks hier drinnen sind die eigentlichen Gegner. Okay. Einfach beim Neuladen verschwunden. Wisst ihr was? Wir clearen erstmal alles und dann machen wir die Schalter. Weil wenn hier alles rumwackelt und hast du nicht gesehen, ist echt scheiße. Okay. Und man hängen bleibt und ach, alles ist hektisch und... Na, ihr kennt das Spektakel. Deswegen auch bei EFP alles vorher... EFP, Gamma, Anomaly generell... Alles vorher erst markieren, ja. Gar nichts. Hier ist gar nichts. Kann ich ihn schon einfach betätigen? Kann ich mir aber gar nicht vorstellen, dass hier nichts ist. Okay, was da drin ist, das weiß ich. Na gut. Dann gehen wir mal runter. Wobei, speichern wir nochmal? Ich glaube, wir speichern nochmal, oder?
nochmal tiefer. That was she said.
der ist hier schon close. So. Fuck. No fucking way. Hier, er ist schon hier. Okay, okay, okay. Das ist unerwartet. Das ist sehr unerwartet. Holy shit! No fucking way. Sideblock? Oh ne, das war das Falsche, wa? Shit. Das. Junge. Leck mich im Arsch. Nein! Oh, wo bin ich? Junge, Junge, Junge. Ich sag's euch ehrlich. Das ist brutal. Das ist richtig gemein. Alter, leck mich im Arsch. Ja, ja, komm. Hier, komm mal hier nochmal so ein Beef. Komm mal Rinder. Holy shit. Okay, wir warten jetzt mal ein bisschen wegen dem Dizzeln. Okay, wow. Ultra heftig. Jetzt ist die Frage. Wo ist der Typ? Der ist über mir, wa? Der Hund. Kleiner Arsch. Ja, ja. Hä? Okay. Das hab ich nicht verstanden. Mal wieder aus der Schussbahn raus. Das habe ich nicht verstanden. Habe ich irgendwas anderes? Achso. Ich weiß halt nicht, wo der ist. So gar nicht. Ja, komm, repairen wir mal. Wo? Da. Yeah. Der hat auf jeden Fall ein paar Hits. Und
da ist er. Ich muss halt ein bisschen Resistance aufbauen, ansonsten ist echt Krise. Da war der also. Ja, Uchadir zu da. Geh mal weg mit deinem Zoo. Ja. Alter, Leco Mio, Junge. Eigentlich normal. Normalerweise ist ja der Ablauf, dass er dann in diesem Raum ist, wo ich meinte, okay, ich weiß, was dahinter ist. Eigentlich sollte er da warten. So dass man ein bisschen mehr Cover hat, aber das. Also, ohne die Piste, weiß nicht. Ist so eine Sache. Vor allen Dingen hier erstmal runterrennen, ne? Weil das Ding ist ja, also wegen dem Speichern war ja das größte Problem. Okay, aber zum Glück hat man Cyblock gefunden und ach ja. Da ist er. Jo. Der gute Controller. Sieht okay aus. Gibt Schlimmeres? Ein Thumbnail. Ja. Ne, erst okay. Hurra, alles war okay. Hat sehr viel ausgehalten, meiner Meinung nach. Ich weiß auch nicht, wie man die eher down kriegt. Vielleicht wisst ihr es ja, schreibt es doch mal in die Kommentare. So, denk. Ja. Ansonsten hier ist nichts, ne? Ne. Oh, das sind jetzt zwei Controller, ne? Und ich renne jetzt richtig in die Falle. Was ist das denn? Darkness. Aha. Ja. Chillig. Gut. Hätten wir das auch. Ich weiß nur noch nicht so, was dieses Darkness macht. Und ich sag mal so, ich will es eigentlich auch gar nicht herausfinden, ne? So, das hier heben wir auf jeden Fall ab. So, und in EFP war es ja sogar verbuggt. Warum auch immer. Ja. Keine Ahnung. Wir haben es jedenfalls. Ja. Aufgehoben. So, hier ist nächster. Ja. Mal hier rein. Ja. Und dann geht's ja schon. Ab in die Finsternis, weiter mit Snorks. Perfekt. Ich sag's euch. Richtig geil. Da können wir aber nochmal. Ja, und da ist es denn.
Ist so ein richtig scheiß Bereich, aber gut. Was Mut ab Mut. Okay, hier ist es nicht so dunkel, wie ich dachte. Ja, trotzdem sind hier diese Scheißviecher. Da ist auch das Lagerfeuer, okay. Wie viel haben wir denn noch? Okay, wir haben noch ein paar. So, jetzt wird wahrscheinlich der nächste kommen. Nee. Da ist er. Ja. Mach ich das ja, ich mach's, komm. Alter. Also ich habe es wirklich anders in Erinnerung. Und nicht so geradlinig. Kraucht doch wieder irgendwas. Ja, ja, genau. Kann man hier Feuer anzünden? Nö. Aber hier. Hä? Ach, hier. Das ist alles so ein bisschen mehr geradlinig, so wie ich das mitbekomme. Das hier. Okay. Also hier waren, ich will nichts herbeibeschwören, ne? Hier waren definitiv damals viel mehr Snorks. Ich weiß halt nicht, inwiefern er aufsteht. Moin. Ja. Haben wir den auch mal. Endlich. Kann man eigentlich hier mal. So, und da vorne. Meines Erachtens eigentlich der Pseudo-Giant gewesen. Aber nee, hier sind erstmal noch ein paar nice Dudes, die richtig Bock haben. Und ja, ich weiß, mit Piste ist ein bisschen So. 3 Bullets haben wir noch. Jetzt geht's ans Eingemachte. Meister, komm mal zurück. Der hat auf jeden Fall Bock. Na? Der hat auch... Ich weiß halt nicht, ob die mehr Leben haben. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Frag mich nicht. Speicher auf jeden Fall.
So. Ich weiß auch nicht, ob man hier das erste Mal eigentlich in der Theorie dem Pseudo-Giant entgegensteht. Oder gegenübersteht, besser gesagt. Jo. Besser ist es. Was ist das eigentlich? Okay. Nichts. Nichts. Was ja nicht schlimm ist. Sehr gut. Pseudo-Giant halt, sehr gut. Ah, sehr gut. Hä? Hier waren noch aber zwei, oder? Ach, hier. Ah, lol, jetzt sieht... Hat man vorhin nicht gesehen. Das hat man tatsächlich vorhin nicht gesehen. Nicht, dass uns irgendwas hier noch entgegenfliegt. Ist hier irgendwas? Nee. Ja, ich werde es, wie gesagt, als eine lange Folge machen. Ist auch mal schön. Ich finde immer, sowas splitten ist halt... Weiß ich nicht. Fühle ich nicht so, muss ich ehrlich sagen. Ja gut, wenn es über eine Stunde gehen sollte, was ich glaub nicht denke, dann würde ich darüber auch nachdenken. Seht ihr? Damit man den guten Stuff auch ja mitnimmt. Let's go. Tageslicht. Moin. So. Sehr geil. Oh Gott. Mir schon bei den anderen Malen davor auch passiert. So. Sehr gut. Feier ich ja. Weil wir sollten uns nicht zu früh freuen. Wer weiß, was uns hier erwartet. Oh, Freunde. Puh. Das war doch anstrengender, als ich gedacht hätte. Meister! Guck mal hier. Quartet, nicht nada. Oh, nee. Ja, komm. Hä? Geht der mir auf den Sack, der Typ. Okay, dann gehen wir hier mal aufs Dach. Verarzten uns. Und dann gucke ich mal hier auf den Dacho. Bla bla bla, ja. Das Brainscotcher, das werde ich wahrscheinlich mit den Expert-Tools erst machen. Also wenn ich die vorher gefunden habe. Ansonsten, boah, es ist echt Krebs, glaube ich. Old Friend, ja. Ja, den haben wir schon gefunden. Zumindest einen davon. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein von der Folge. Boah, das war aufregend. Und doch irgendwie anders. Und ja. Damit würde ich mich verabschieden und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.